Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem eigenen Gamer-Bruder, Freunde. Ich möchte gar nicht viel sagen, ich habe es geschafft, ich habe meine erste Icon in FIFA 23 gezogen. Ich bin heiser, gönnt euch einfach das Video, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Freunde, gönnt euch dieses Video, absolut krass. Checkt sehr gerne noch Trust No One ab, der Link ist oben in der Beschreibung, die Modemarke von mir und den Teasies. Das ist hier ein Shirt aus der alten Season. Es gibt noch ein, zwei Größen von den T-Shirts und von den Pullovern. Das Schwitzerhandtuch ist noch da. Also checkt es auf jeden Fall ab. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Gönnt euch das Video. Lasst ein Like da. Vamos! Ich habe eine Icon gezogen. Gönnt euch einfach. Let's go. Das steht heute noch an. Wir werden Packs ziehen. Ich werde heute meine erste Icon ziehen. Mods einmal bitte klippen. Ich sage das hier. Minute 55 im Stream. Ich werde heute eine Icon ziehen. Ich werde mein erstes Weekend League Team bauen. Wir werden die Weekend League Quali spielen. Eventuell noch auf ein, zwei Sachen reagieren. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wir müssen uns ein bisschen sputen, weil es nur noch 7 Minuten sind. Wenn keine Icon kommt, lösche ich das von der Liste. Ja, machst du gut. Let's go. Noch über eine Minute Zeit. Wow, 8 vom Walkout. Wer ist denn... Ach. Schmollrodorf oder wie der heißt. Weg mit dir. Lass dich an wie eine Pokémon-Karte. Scheiße. Kostet 20k, der Wichser. Letzter. Letztes 35k-Pack. In Form. Vamos Portugiesch. Okay. Vielleicht ein Tyler Adams OTW dahinter würde ich auch nehmen. Hauptsache mal ein OTW. Cash aus. Patrick Vieira. Ich habe eine Icon gezogen. Ich hab's euch gesagt. Hey, was ist das unangenehm? Alter, das ist ja unangenehm, wie viel Rotz ich ziehe. Ich habe Dezember und November noch ein paar Termine wegen der. Lol. Direkt in Form. Chillig. Erstes Pack direkt Walkout. Also er läuft nicht raus, aber entspannt. Cool, schon nice. Nee, weil ich habe im November und Dezember noch ein paar Termine. Also einmal wegen Fußballshow und dann auch wegen Weltmeisterschaft. Bevor jetzt alle auf die Barrikaden geht, ich werde nicht nach Katar fliegen. Aber ich werde mit meiner Fußballshow über die Fußball-WM auch berichten. Digga. Voll gut. Voll gut, Digga. Zwei Packs, krass. Ihr habt euch meine Videos auch schon angeguckt, als ich 15 war. Also von daher... Ich glaube, 28 ist da das geringere Übel. Oh, Walkout. Laporte. Dein Grundschul-Rap-Projekt, ne? Auch gut. Okay, wir fahren rein. Colombiana. Auch stark. Ja, ist okay. Sinisterra. Ist okay, nehmen wir mit. Wir haben noch 10 Stück, wir haben ein Drittel weg. Habe ich echt Sinisterra gesagt? Habe ich zu Diaz echt Sinisterra gesagt? Digga, ich habe einfach kein Gehirn mehr, ne? Lass uns einfach nicht drüber reden. Bruder, ich schwöre, diese 7,5 Capex, die haben mein Gehirn einfach kaputt gemacht, ne? Diese 7,5 Capex haben mein Hirn einfach kaputt gemacht. Ich kann es auch langsam nicht mehr. Zwei Wochen später... Die Geschichte mit jedem Übel... Vamos Dembélé! Vamos Dembélé! Wie viel? Wie viel? Mach mich reich! Mach mich reich! Hey, das sind einfach mal kurz 110.000 Münzen. Das ist... Junge, das ist ein Big Big Schürfi. Geil. Was kostet der? Junge, übelst cool Pack. Let's go. So, perfekt. Ne, irgendwie fangen alle meine Scheiß-Stories immer damit an, dass Hagen irgendeine dumme Idee hatte. Und dann dachte ich, weil die grün haben, ich habe einen grünen Pfeil und kann jetzt einfach abbiegen. Und ich war so in Gedanken, dass ich einfach abgewogen bin. Wer bist denn du? Oh, Akanji. Ist Akanji was wert? Ist ihn auf jeden Fall. Ja, Akanji. Wir machen Meta-Chat. 70k. Krass, das ist geil. Das ist geil. Haaland einfach bei 350k extinct. Ja, scheiße. Ich hätte meine auch länger halten müssen, ne? Ich habe mir das damals schon gedacht, als ich den in der Beta gespielt habe, dass Haaland dieses Jahr sauteuer sein wird, weil er sich in der Beta schon so krass gespielt hat. Aber ich konnte irgendwie auch nicht dran glauben, weil es halt ein Spieler mit 3 Sternen Skills ist, ne? Walkout. Mach es. Nein, du. Hab den Kilian vor mir gesehen. Hast du Volan noch? Nee. Ich hab um den aber heute ein SBB aufgenommen. Das kommt die Tage online. Eltern haben ja so Superkräfte. Oh, Pedri ist nice. Pedri sehr nice. Was kostet der? Costa Quanta? Nice. Wie groß ist das Stadion eigentlich? Keine Ahnung, aber ich war bis jetzt einmal in Portugal im Stadion. Und das war in Porto. Damals Schalke, Gruppenphase, Champions League. Das war schon geil. Icon! Halt's Maul! +90 Icon. Wenn ich eine 90+ Icon vor euch ziehe, müsst ihr entweder die teuerste Icon riskieren, die ihr bis dahin gezogen habt, oder dann die erste danach. Abpack, machen wir so. Ich werde heute meine erste Icon ziehen. Damals Schalke, Gruppenphase, Champions League. Das war schon geil. Icon! Halt's Maul! Halt's Maul! Ich bin da! Ich bin da! Weil ich's gesagt hab! Ihr
Ja! Weil ich's gesagt hab! Weil ich's gesagt hab! Yes! Weil ich beliebt hab! Weil ich beliebt hab! Weil ich beliebt hab! Weil ich beliebt hab! Wo, Tizi? Wo? Ich höre gar nichts mehr aus Grünstadt! Ich höre gar nichts aus Grünstadt! Geht mein Stuhl noch? Alter, wie geil sieht es aus? Ich hab so dafür hingearbeitet! Es sieht so schön aus! Es ist so schön! Ich bin wieder heiser. Es sieht so schön aus. Digga, nehme ich mit. 400k. Nehme ich mit. Oh, ich hab so... Chat, ich muss sagen, ich hab so auf 90 plus geschwitzt, ne? Ich hab so auf 90 plus geschwitzt. Das wäre halt... Aber ey, ich nehme auch das. Ey, strong. Ich kann voll damit arbeiten. Ja, das war's mit der Stimme wieder. Kann mir gleich direkt einen Tee machen. Das war's auch schon wieder. Vieira wäre besser gewesen, ja. Aber ich kann voll mit dem PT leben. Ich kann voll damit leben. Und danke für den Hype Train. Kuss. Digga, ich merke jetzt schon wieder, wie es gegen Ende geht. Ey, es ist so eine Genugtuung, eine Icon vor den Teasys zu ziehen. Ihr wisst gar nicht, wie geil sich das anfühlt, ne? Es fühlt sich so unfassbar gut an. Erstmal ein Bild in unsere WhatsApp-Gruppe schicken. Ja, und das ist es. Cooles Bild. Ja, ist ein bisschen zu hell gerade. Teasys sagen, es wird keine, wird sagen, es ist keine 90 plus. Junge, das ist mir so egal. Ich wollte einfach nur die erste Icon ziehen. Stark sogar auf Ansage, nur noch 89er Rating hätte gefehlt. Ja, das stimmt. Timo schreibt, Alter, hör doch auf. AMK. Sorry, Leute. Vor allem das Gute ist, wenn Teasy jetzt eine 90 plus Icon zieht, dann weiß ich, wenn ich das karten muss. PT 400k wäre jetzt kein Fullbruch. Das wäre voll in Ordnung. Ach, Digga. Geil. Ja, Freunde. Könnt sehr gerne einen Sub da lassen. Eventuell kommen auch ein paar Star-Gäste vorbei. Oh, One Swatch. Ja, der ist, glaube ich, einer der schlechtesten, aber okay. Also, es gibt Leute aus Grünstadt, die haben heute weder eine Icon noch einen One Swatch gezogen. Scheiße, ne? Ach, Digga, es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an, Chat. Es fühlt sich so gut an. Und wir schmecken, der 15.000 Coins Bergwein schmeckt mir so gut, ne? Der schmeckt mir richtig gut. Muah, muah. Geil. Jetzt noch so ein Haaland hinterher. Und, also mittags... Ich nehme ihn auch nochmal. Ist kein Problem für mich. Ich nehme ihn auch nochmal. Ich nehme auch nochmal 15.000 Münzen. Ist kein Problem für mich. Gönn mir. Ist kein Problem. Gib mir ihn nochmal. Mitnehmen. Ich trade mit dem. Ich investiere, Chat. Ich investiere. 15 Naschis. Plan für... Was geht denn jetzt ab? Willi Orban. Ja, kannst du behalten, Junge. Den kannst du behalten.